Hallo von Jürgen Kärtner hier auf der Musikmesse 2012 in Frankfurt. Wir präsentieren dieses Jahr unseren neuen Jupiter 36, den seht ihr hier. Wie der Name schon verrät, hat er 36 Watt, also doppelte Leistung als der 18er. Drei Kanäle, Clean, Crunch, Lead, jeder mit eigenem Gain und Master und zweimal Treiber-EQ. Wie schon beim 18er ist auch hier die Rückseite noch interessanter als die Front. Die sehen wir uns mal an. Neu ist hier nämlich MIDI. Mit MIDI lassen sich die Kanäle schalten, aber auch der integrierte Hall, der Effektweg und sogar der Powersong. Das heißt also, ich kann pro Kanal gleich festlegen, mit welcher Leistung ich spiele. Clean-Kanal mit 36 Watt, mit viel Headroom. Crunch-Kanal mit 5 Watt vor der Einschubsättigung. 18 Watt im Lead-Kanal, wo ich dann auch hochschalten kann auf 36 Watt für das Solo. Die Redbox ebenfalls integriert. Powersong lässt sich auch mit Speaker aufschalten. Das heißt also auch, für diesen Amp mit seinen 36 Watt gilt Rock on Stage, Play at Home and Record at Night. Kommt vorbei hier, Halle 4.1, E09. Der Amp wird vorgeführt von Thomas Brooks dreimal am Tag. Da könnt ihr hören, wie er klingt.